Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Mr. Pandaria mit meinem Mensch, dem Naruto. Und los geht es! So, jetzt habe ich das auch dahin bekommen, dass ich für die Videos, die ich hier mache, für euch, ja, auch etwas Geld schenke. Ne? Geld, Geld, Geld. So, was soll man denn hier machen? Die von den schönen Blümchen, die ich jetzt einfach nicht gefunden habe. Aber gleich werden wir sehen, was da passiert. Immer wieder zurück und vielleicht auf der Weg kommt uns ja so ein Blümchen vor die Flinte, vor die Rolle, ja. Keine Ahnung. So. Blümchen. Ja, das ist die ganzen Blümchen hier. Ja, die kommt schon. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Ich habe zu wenig Energie. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Vielleicht muss ich ein paar Spuren und noch nicht tot. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Sind die Level vorhin schon zu niedrig hier in dem Foto von der Bilder? Auch ob die Teile mit der Erwachsenen werden. Die müssen bestimmt ganz groß sein. Nicht. Ich konnte euch leider nicht sagen, aber wir werden ja jetzt sehen. Geben wir mal die Queste ab. Und zwar flammheimlich für so eine Inni an. Ja. Und dann müsste das funktionieren. Da ist schon eine. Ja, und eine dann hinter dir. Wieder. Ja, verraten. Nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit.
Noch nicht bereit. Ja. So, und jetzt? Ich kann das noch nicht tun. Ich kann es euch nicht sagen. Ich will es nicht. Ich hoffe, wir fangen jetzt mal eine andere Idee an. Dass wir mal 2 Minuten warten müssen. Nee. Und wo ist, in welche Richtung ist denn sie jetzt hier? Gehen wir etwa die ab und dann sehen wir ja weiter, was dann passiert. Ne? Wenn ich natürlich die Videos hier auf Facebook poste oder Google Plus oder so weiter, könnt ihr gerne zu diesen Videos ein paar Kommentare hinterlassen. Da würde ich mich sehr darüber freuen, mich mit euch darüber zu unterhalten, was ich vielleicht besser machen könnte, was ich anders machen könnte, ob euch das gefällt, ob ihr abonnieren würdet, wenn, schreibt es einfach mal. Und ja, wie gesagt, wenn euch die Videos gefallen, kommentiert sie, liked sie vielleicht. Und wenn es soweit ist, dass ihr noch mehr sehen wollt, dann wäre es sehr schön, wenn ihr die, wenn ihr meinen Channel abonniert. Und dann euch fleißig meine Videos anguckt. Ja, das wäre sehr nett von euch da draußen, vor dem Bildschirm, vor dem Handy, vor dem iPads und so weiter, wenn ich hier diese Videos angucken kann. Wenn ihr euch die Videos anguckt, sagt gerne euren Verwandten, Bekannten, Freunden, weiß ich wann, Freundin Bescheid, dass sie sich die auch angucken, ob sie denen vielleicht gefallen, wie ihr das gerne haben wollt. So, jetzt sollen wir in die Richtung reisen, weil wir wollen nach Silicius. Da können wir erstmal mehr EP, obwohl wir mal so ein Dungeon-Jäger sind, aber naja, egal, ne? So muss sein, Junge. Weil das Grüne, das gibt mir ziemlich auf die Eier. Wir brauchen jetzt nur noch 3 Level und dann sind wir schon, dann können wir schon langsam in die Scherbenwelt mit 58 Nummer und erstmal hier schön hier in den Blutfessel gehen wir oder das Feuerfall wird, dass wir richtig sind und dann können wir anfangen da ein bisschen zu resten. Oder generell da zu testen. Naja, wir werden sehen, ob wir draußen sind. Genau, das war hier in die Richtung. Damit der Feuerelementar uns nicht hinterherkommt. Und ja, ne? So, ich hab's ja. Welche Serien guckt ihr gerne? Also, meine Serie, die ich heute am Montag gucke, die ich immer gerne gucke, ist Big Bang Theory. Und danach kommt entweder davor kommt nochmal die Simpsons, danach kommt, keine Ahnung, ist auch egal. Und am Dienstag gucke ich gerne Tuna Half Man, Super Girls. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann gucke ich ab und zu auch mal gerne hier Mike and Molly. Wie steht ihr dazu? Guckt ihr euch auch gerne Serien an bestimmten Tagen an? Oder guckt ihr die Serien, die ich gerade euch genannt habe, euch auch an? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr könnt. Wenn ich nicht noch was umstellen muss.
So, da sind wir gegangen. Da ist der Weg. Gut. Da muss man noch ein bisschen an die Seite hier. Wobei es eigentlich um. Und dann ist er da klappt. Weg. Die Fähigkeit ist nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Das lädt immer noch auf. Noch nicht bereit. Ich kann diesen Zauber nicht. Das lädt immer noch auf. Welche Addons ich euch gerne empfehlen würde, wären einmal hier Bethnon, Omen, dann hier Bartender, dann gibt es ja nochmal Recount, das ist der Standard, das hat man immer, und Deathly Bosco, und gerne experimentierfreudig seid, dann solltet ihr euch vielleicht auch noch. Wie heißt es jetzt? Ich gebe es noch einmal Magic Input. Wir gucken mal gerade. Wir haben ein bisschen Zeit. Die laufen dann wieder nach vorne rein. Interface und Addons und hier Nick, Scoring, Battle Text. Dann kommt das hier mal an die Seiten. Und dann, ja, ich glaube, das war es dann erstmal. Und dieses eine, was ich meinte, ist Titan Fendel in der X-Ball. Damit könnt ihr dann noch hier erstmal eine 3D-Ansicht oder so ähnlich wie eine 3D-Ansicht von euren Charaktere, von eurer Gruppe, also zum Beispiel hier in einer 5er-Gruppe. Und ihr könnt dann, wenn ihr einen Schlachtzug habt, zum Beispiel als Titaner seid, dann könnt ihr euch die Gruppen so zusammenstellen. Könnt ihr draufklicken und fallen. Ja, finde ich auch gut. Ja, manchmal, wenn man irgendwas verstellt, dann kommt man nicht mehr mit so gut zurecht, finde ich. Aber ihr müsst das ja selber ausfinden. Also ladet euch von mir aus oder ladet euch das auch mal runter zum Testen, ob euch das so gefällt. Und ja, also ich kann euch das nur empfehlen. Und das am besten ladet ihr das bei Curse runter, WoW Addons und dann müsst ihr eigentlich die einzelnen Addons Namen eingeben. Aber ihr könnt auch gerne nochmal nachgucken, wie die genau geschrieben werden. Ihr könnt auch nur einige Buchstaben eingeben. Ich meine, ihr kennt das ja jetzt, wenn ihr so irgendwas sucht. Und ja, dann werden wir ja mal sehen. Noch nicht tot. Oh, schon wieder das Konzept. Mit der grünen Kettenrüstung. Haben wir hier noch eine Quest? Ey, guck mal, das sind jetzt alles schon. So. So, auf was warten wir jetzt? Ich versuche jetzt jeden Tag eins hochzuladen von den Videos hier von meinem Mönch. Aber ich denke mal, am Wochenende werde ich mehr davon zeigen oder mehrere Videos machen. Und ihr könnt ja mal, wenn ihr euch dazu erbarmt, den ein oder anderen Kommentar abzugeben, was ich vielleicht spielen sollte, was ich, oder was ihr mir empfehlen könnt, weil das wird mir sehr helfen. Und naja, ich muss hier irgendwie mit euch in Kontakt treten und auf eure Wünsche eingehen. Ja, ja, ist das schön, dass ihr denkt. Ja, der natürlich der eine hat
hier den Boss holen. Ich bin außer Reichweite. Der hat uns natürlich hier gefehlt. Ne? Dass er die Dispolen hier noch ganz schön den links, weil sie denken, ach, da muss er noch was machen und dann müssen wir bitte die Bericht machen. Naja. Wir werden ja sehen, was das überhaupt ist. Während sich natürlich auch der weibliche Mädels oder weibliche Mädels, ja, wenn die weibliche Spieler sich die Videos angucken, ich 24 Jahre alt. Mein Name könnt ihr euch ja so nennen, wie ihr wollt, ob ihr mich Yoshi oder Janosch nennt. Und ja, ich suche auch eine, die genauso gerne entweder WoW oder andere Spiele spielt. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr Interesse habt. Ihr seht ja auf dem Facebook-Profil, wie ich aussehe und so weiter. Ihr könnt ja mal angucken, ob euch das so gefällt, was ihr dazu sagt. Also ich suche eine, mit der man sich gut unterhalten kann, die auch Spiele spielt auf Konsole oder PC. Und ja, vielleicht auch Interessen an, ob ich Superman, wie auch immer hat. Das hört sich zwar doof an, aber ich denke mal, es gibt so einige Mädchen, die auch dort aufstehen. Und ja, ich bin außer Reichweite. Ich muss dann näher heran. Freue ich mich schon mal auf die Kommentare von euch. Weiblichen Zuschauer. Okay. Ich denke mal, so viele gucken sich nicht an, aber es sind schon mal 99. Mal gucken, wie das denn ist. Naja, gucken wir mal weiter. Jetzt erstmal schön gegen Echsen. Und dann Lebo rein. So, nein. Ungefähr 1,62 groß, braune Haare, braune Augen, etwas gesetzt, man muss es ja sagen, ne? Wenn man das nicht sagt, dann hat man immer ein bildes Erwachen, wenn man sich trifft. Wenn euch das alles so gefällt und euch diese Gesetzheit, also etwas Kompetenz ist, euch nicht stört, dann meldet ihr euch von mir gerne. Also Facebook oder einfach bei den Kommentaren. Ich werde mich darüber freuen. Okay, das wird jetzt hier nicht im Let's Play, aber man kann ihn mal versuchen. Man kann ja mal den hier gucken. Ja, ich mal so. Hoffentlich kapiert jetzt der Punkt, was wir machen jetzt gleich noch. Okay. Sieht schon gut aus mit den Äxten. Sieht auf jeden Fall besser aus wie die. Muss man dort aufpassen. Ich weiß nicht, was die Tank, die Tank so beflügelt, sich 50.000 von diesem Mod anzukleben. Und die Mini-DDs müssen dir jedes Mal hinterherlaufen, aber. Das sind halt Tanks, ne?
Entweder trauen sie sich überhaupt nicht oder sie holen die ganze Innen. Er wird einfach nicht auf ihn schlafen. Zwei Drachen, da fängt es an zu lachen. Dann einfach mal zwei Drachen. Die wurden immer traurig. Ja, da kamen zwei Drachen, da fängt es an zu lachen. Genau wie wir hier 1940. Och ja, was meinst du denn? Sie ist wieder am Kirchen und wie sie eine Weltmeisterin. Oh, was macht die denn? Die hängt als dritte hier im Boxkampf über drei Runden in dem Territorium vom Verlust. Fußballstadion. Man nimmt den Tisch, bleibt stehen und gut ist. Wenn ich antworte, passiert ja nichts. Fehlt noch ein Wort. Ja, schön. Und du als Denklok und SPD sind bereit. Ja, nee, ist klar. Nee, 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 ich geh doch gar nicht still. Bangulo, echt, jetzt haben wir den Boss noch so voll, wunderschön.
Verschickte Flöbio. Dann kann ich das wieder. Ja, ich war im falschen Zeitpunkt. So manche. Nee. Sind wir wieder reinlaufen? Nee. So geht das. Naja, nicht schnell. Wir müssen nur noch, weiß ich, wie viele Wege hoch und runter laufen, bis wir dann zum Ziel ankam. Aber das haben wir jetzt zum Glück ein bisschen mehr entschärft jetzt. Weil ich hier kurz also hier das Licht, oder kurz das da hoch. Halt total unnötig, was man nicht braucht unbedingt. Keine Ahnung, was man sollte, die Fresse haben. Zum Beispiel hier, weißt du, man sollte nicht mit dem Kämpfen lassen. Jetzt wird selber hin und her geschirrt. Ja, also, man sollte den Kämpfen nicht lassen. Ja, komm, das Ding. Ich stehe nicht wieder rum und so die Rollleichen Kirchner. Ich bin außer Reichweite. Ich kann das noch nicht tun. Das wird immer noch auf. Diese Fähigkeit ist nicht verraten. Ich kann das noch nicht tun. Vorausfolgte, wenn die alle auf einmal kommen. Vor dem Ganzen sollte man abhauen. Vorher war das nämlich vor. Heute braucht man das nicht mehr zu tun. Ja, das sieht jetzt hier so aus. Nee. Geht mit dieses 4 auf die Eier, verängstigen oder wie auch immer.
jeden Fall hier. Ehrlich. Gehen oder auf alle auf die verschiedenen Züge gehen? Dann langsam kommen wir das davor. Junge. Ich hab das auch. Jee. Das wollte ich schon mal haben. Das sieht schon gut aus. Nicht gut. Ich hab das. Ja. Ja. Ich. Ja, das wird schön. Das wird gut auch hier, Junge. Jo, jo, jetzt kommen wir zum Endboss-Team. Vielleicht kommen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Und jetzt kommen erstmal zwei Drachen, dann kommen wir wieder ein Stückchen lachen. Ich muss mehr schaffen. Naja, jetzt gehen wir die Mutterbrille, ne? Versteht das? Beim Anlegen gebunden. So. Machen wir das hier ein bisschen leiser. Das ist nicht so laut. Das Schlimme ist das ja nicht. Ich könnte ja mittlerweile die Geräusche. Kann man mitnehmen, Junge. Das ist ein Wetter. Das wird das wirklich stellen. Da gucken wir mal so. Komm mit mir, du, ich, voll die deutsche Teilkeit. Ja. Dann sieht das schön, die Bier bekommen, ne? Auch wenn man zwei Level zu machen. Mal gucken, was ich für uns trocken könnte, wenn er das trocken tut. Das schwer. Nee, das kann man auch doppelt. Voll die deutsche Kugel. Das wäre schon nicht verkehrt, ne? Also, Kugel, ne? Haben wir zwei Schwerter? Also, können wir das machen. Machen wir das gleich. Wenn das kommt. Wenn sich drauf, Junge. Ist der Vero oder? Nee, ich tue nicht, 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 ich tue nicht,
Sie will auch ihren Spaß. Ledern und so. So. So, stellen wir uns hinter, hinten am Boss hin. Und dann können wir reinprügeln. Und wir machen mehr DPS. Wie ich hoffe. Ja, klar, ich habe natürlich so viel Erfolg aufgebaut, dass er erstmal nicht ankommt. Ich habe mich ein bisschen bewusstlos geschlagen. Aber das macht nichts, ne? Weil das geht so. Das muss vorbei. Ne? Und Level 56. Jo. Ja, nicht gebrochen. Ein Kotti. Okay. Schilder kann man nicht tragen. Das ist auch uninteressant. Und das ist auch Kotti. Also, wieder mal nie. Und nee. Das ist Belastung. So. Und dann gucken wir mal, wie wir jetzt nach Silizius kommen, oder wie das heißt. Nee. Können wir das jetzt sagen? Stimmt. Wie ist denn das vorkommen? Eigentlich sehe ich immer Runde. So, kann man das nicht. Ich bin nicht. Schön. Wir können das gleich machen. Fantastisch. Da müssen wir hochgehen. Dann können wir da den Boden schön setzen. Vorne müssen wir auf den Punkt hier bleiben. Wo können wir fliegen? Ja. Oder brauchen wir an unserer Stelle hier hin? So, ja. Ja, keine Ahnung. Machen wir das halt beim nächsten Mal mit dem Schwert. Vielleicht muss ich ja noch zwei Level machen. Ja. Mal welche Enemy jetzt geben können. Welche das nächste Mal gucken sollten. Eventuell die oberen und die unteren Spatzenstücken. Was ist denn hier die Seefung nochmal? Ja, das ist noch reichen. Okay. Dann machen wir das nächste Mal. Ins nächste Gebiet, Silizius. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Euer Yoshi. Ciao. Wieder draußen.